Heute möchte ich Sie mal auf eine ganz andere Art und Weise mitnehmen, wie man sich Wissen besorgen kann. Wissen ist für jedermann im Internet zugänglich und Wissen kann man sich kompliziert aneignen und Wissen kann man sich relativ einfach aneignen. Und es gibt eine ganz tolle Seite, Doc Medicus, die ich gefunden habe, auf die ich auch schon häufiger zurückgreife, um innerhalb der Sprechstunde den Patienten das eine oder andere zu zeigen. Wenn Sie also jetzt parallel die Seite öffnen, www.docmedicus.de und dort Vitamin A anklicken, dann beginnen wir mit der Funktion und dann können Sie parallel zu meinem Video im Grunde genommen selber scrollen und sehen dann auch schon, was kommt oder springen nochmal zurück und können sich anhören, was ich dazu sage, mit dem Ziel, dass Sie am Ende Ihre Kittelbrennfaktoren, wo Sie sagen, Scheiße, das ist mein Symptom, wieso bin ich eigentlich noch nie auf Vitamin A gekommen, wiederfinden und sozusagen auch weitertragen können. Denn es ist wichtig, dass wir alle Verantwortung für uns selbst übernehmen. Ernährung ist das, was wir durch den Mund schieben und dafür sind nur wir verantwortlich. Aber Wissen ist Macht, ich weiß nichts, macht nichts, hilft nicht, also seien Sie dabei. Vitamin A gehört zu den fettlöslichen Vitaminen E, D, K und A. Das ist keine Schleichwerbung für einen kleinen Discounter. Das ist tatsächlich ein guter Merksatz, um zu wissen, welches sind die fettlöslichen Vitamine. Und das Vitamin A wird im Wesentlichen in einer Vorform aus der pflanzlichen Nahrung in unserem Lebensmittelkonsum zugeführt. Und das bekannteste ist das Beta-Carotin. Und dieses muss in die aktive Form überführt werden und dafür bedarf es eines Enzymsystems und die einen können es und die anderen können es nicht und das heißt auf schlau, wir haben dort einen Polymorphismus. Und da stelle ich fest, dass die Werte bei einer ganzen Reihe von Patienten im unteren Normbereich liegen und bei einer ganzen Menge anderer Patienten sich deutlich im Mangel befinden. Und das liegt offensichtlich daran, dass hier unterschiedliche Polymorphismen vorhanden sind. Ich möchte Ihnen mal anhand der Auflistung, was man hier im Grunde genommen auf der Seite von Doc Medicus finden kann, kurz näher bringen, wofür das eigentlich da ist. Es erhöht im Grunde genommen, oder es ist dafür notwendig, dass wir aus dem 11-Cis-Retinal, was in unserem Rhodopsin, also in Sehzapfen und Stäbchen der Augen als Sehfarbstoff hinterlegt ist, sehen können. Und zwar auch dunkel sehen. Sie wissen ja, im Dunkeln sind alle Katzen grau. Da sehen wir nicht so farblich. Und wenn Sie geblendet sind im Auto und Sie müssen sich dann wieder irgendwie an die Dunkelheit gewöhnen, dann spricht man von einer Blendempfindlichkeit, wenn das länger dauert. Und dann können Sie davon ausgehen, dass dieses Rhodopsin aus der Altransretinsäure eben sehr, sehr verzögert nachgebildet wird. Entweder weil irgendwelche Kofaktoren fehlen oder weil sie einfach nicht genügend von diesem aktiven Vitamin A zur Verfügung haben. Darüber hinaus ist die Retinsäure über verschiedene Rezeptoren im Skelettsystem, aber auch im Nervensystem, im Neuralrohr wichtig, damit sich im Grunde genommen auch bei der Embryogenese, also bei der Entwicklung der Kinder im Mutterleib, sich eben die Neuralrohre, also im Grunde genommen die Ausbildung des zentralen Nervensystems, ungehindert bilden können. Die meisten wissen, Folsäure ist wichtig, deswegen wird das ja auch gegeben, dass man also sogar in der Schwangerschaft nicht die klassischen 400 Mikrogramm, sondern sogar 800 Mikrogramm an Folsäure zu sich nimmt. Aber Vitamin A ist also nicht minder wichtig und sollte bei der Sache berücksichtigt werden. Und dabei ist es wichtig, dass man nicht zu viel nimmt. Zu viel Vitamin A kann also embryotoxisch wirken und ein zu wenig an Vitamin A führt eben zu solchen Störungen.
Und in Deutschland kann man davon ausgehen, dass im Grunde genommen jedes fünfte Kind irgendeine Form von Fehlbildung hat, die entweder operativ korrigiert werden muss oder mit dem man eben irgendwie klarkommen muss. Wenn man jetzt Vitamin A im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen betrachtet, dann ist klar, dass das Vitamin A etwas mit der Zelldifferenzierung zu tun hat und auch mit der Zellproliferation. Differenzierung heißt, die Zelle entwickelt sich so, wie es in der Erbinformation steht und weicht da nicht von ab. Und der Pathologe spricht je nach Entdifferenzierungsgrad einer Tumorzelle von dem Entartungsgrad. Und die Proliferationsrate ist die Rate, mit der die Zelle bereit ist, sich zu teilen und zu vermehren. Und das gilt es ja gerade bei Tumorraten auch zu begrenzen. Das ist aber auch wichtig, wenn man zum Beispiel sowas wie Schuppenflechte hat und wo sich im Grunde genommen die Haut immer mehr vermehrt teilt und teilt und teilt und eben schuppig wird. Und auch hier wäre es ganz schön, wenn man einen proliferationshemmenden Einfluss hätte. Und da wirken eben Vitamin D, Vitamin A und vor allen Dingen auch Vitamin B3 ganz gut zusammen. Nun gibt es ja Menschen, die haben ein sogenanntes Antikörpermangelsyndrom. Darauf kommt man zum Beispiel, wenn in der Serumelektrophorese die Gamma-Bande besonders schwach ausgeprägt ist. Und dann schaut man manchmal nach, ob genügend Antikörper da sind. Insbesondere dann, wenn Menschen immer wieder zu Infekten neigen und keine richtige Immunantwort bilden können. Und darüber hinaus gibt es ja auch Menschen, die haben schon ihr Leben lang ganz niedrige Werte für weiße Blutkörperchen. Und dann wäre es eine Möglichkeit, dass ein erhöhter Vitamin A-Bedarf besteht, damit eben auch wirklich diese weißen Blutkörperchen gebildet werden und damit sozusagen auch die Immunität wiederhergestellt werden kann. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Hinweis in Zeiten der Infektionsgefahr. Und dabei ist es eigentlich schiedegal, ob es sich dabei jetzt um Corona oder Grippe oder Respiratory Syncytial Virus oder Schnupfen handelt. Es wird immer über die Schleimhaut aufgenommen und dort muss sozusagen die Immunantwort auch funktionieren. Und dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Menschen, die haben schon immer zu wenig rote Blutkörperchen. Die haben so eine Art Anämie oder im unteren Normbereich. Aber die Eisenwerte sind eigentlich ganz gut. Und man tut und macht irgendwas, Sport, versucht also im anaeroben Bereich zu trainieren, sagt, wir müssen irgendwas tun, damit Erythropoetin, also das Gaspedal für die Bildung der roten Blutkörperchen gebildet wird, damit sich das vermehrt. Aber, vielleicht haben Sie es auch schon mal erlebt, Sie geben Gas, aber das Auto kommt nicht voran. Sie haben ein Turboloch oder sonst wie was, es kommt nicht aus dem Quark. Dann könnte es daran liegen, nicht bei dem Auto, sondern bei der Bildung der roten Blutkörperchen, dass Vitamin A fehlt. Und es lohnt sich, mal danach zu schauen. So, jetzt genug der Biochemie. Jetzt gehen wir der ganzen Sache mal auf den Grund und gehen wirklich mal von Kopf bis Fuß durch den Körper und zählen anhand der Liste, die Sie bei Doc Medicus finden, mal so ein bisschen die Symptome auf und fragen mal nach, ob Sie schon jemals jemand, wenn sie mit diesen Symptomen vorstellig geworden sind, auf Vitamin A angesprochen hat. Ein Mangelsyndrom oder Symptom an Vitamin A könnte sein ständige Müdigkeit. Und dann guckt man vielleicht nach dem Blutbild und sieht, sie haben zu wenig rote Blutkörperchen. Vielleicht entdeckt man auch einen Eisenmangel. Und man sagt, naja, das gleichen wir aus, dann wird das schon werden. Und oft wird es auch. Aber manchmal eben nicht. Und dann sollte man nach Vitamin A gucken oder wenn man sagt, mein Gott, muss der jetzt für jeden Wert extra kommen, könnte man auch am Anfang sich schon mal überlegen, was beeinflusst die Müdigkeit und nimmt dann die dazugehörigen Werte gemeinsam ab. Und heute ist unser Thema eben Vitamin A. Wenn Sie keinen Appetit haben, Appetitverlust, dann denkt man natürlich an Zinkmangel oder man kann nicht riechen oder man hat irgendeine konsumierende Erkrankung oder man kann nicht richtig schmecken. Dann denkt man auch an Zink oder an Vitamin B5 oder auch B3 und so weiter, an mitochondriale Dysfunktion, aber es gehört auch Vitamin A dazu. Und hat Sie schon mal einer, wenn Sie Nierenstein haben, durch einen Kaffeefilter pinkeln lassen, damit man den Stein analysieren kann, um zu gucken, was da drin ist? Dann hat Ihnen mit Sicherheit einer gesagt, Sie müssen mehr trinken. Also
ein Löffel Zucker geht immer in einer Tasse Kaffee, aber wenn Sie zwei reintun, haben Sie eventuell Bodensatz. Das ist dann ein Überschreiten des Löslichkeitskoeffizienten. Dann haben Sie sozusagen Steine im Kaffee, also Zuckerkristalle. Und wenn Sie zu wenig trinken, dann haben Sie jedenfalls auch Nierensteine. Das alles haben Sie sicherlich schon mal gehört. Aber hat auch schon mal jemand nach Vitamin A geguckt? Ein Vitamin A-Mangel erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit von Nierensteinen. Wir haben vorhin schon ganz intensiv darüber gesprochen, dass die Dunkeladaptation, dass das nachts nicht richtig oder unsicher Autofahren ein wichtiger Hinweis auf einen Vitamin-A-Mangel ist. Aber das trockene Auge, wo Sie mit Sicherheit schnell irgendwelche Tropfen bekommen und sagen, tropf mal hier, tropf mal da und ja, es liegt an der Klimaanlage, es ist die trockene Heizungsluft oder ist eine Entzündung drin, nehmen Sie mal Cortisontropfen, das alles ist Ihnen mit Sicherheit schon begegnet, aber sind Sie auch mal nach Vitamin A gefragt worden? Haben Sie mal so ein Verzehrprotokoll gehabt, wo vielleicht herausgefunden wurde, wie viel Sie dazu täglich zu sich nehmen? Oder hat das mal einer im Blut nachgemessen? Hörstörungen wären durchaus auch diskutiert. Also ist die Frage, ob man beim Hals-Nasen-Ohrenarzt wegen einer Höreinschränkung auch schon mal nach Vitamin A geguckt hat. Die Geruchsempfindlichkeit ist nicht nur zinkabhängig, sondern auch Vitamin A abhängig. Wenn die Schleimhäute ständig eintrocknen, wenn man immer das Gefühl hat, der Mund ist trocken, die Nase ist trocken, da reißt was ein. Alle Häute, also beginnend mit der Nasennebenhöhle, durch die Nase, den ganzen Mundraum runter, in die Lunge, der ganze Magen-Darm-Trakt durch, bis hin zur Vaginalschleimhaut, zum Gebärmutterhals, auch Gebärmutterhalskrebs, Wahrscheinlichkeit, ist Vitamin A abhängig. Also Frage, hat beim Abhören der Lunge schon mal jemand Vitamin A angesprochen? Hat zum Beispiel beim in den Mund gucken, weil dort immer wieder Schleimhautverletzungen sind, immer wieder Kehlkopfentzündungen sind, mal jemand nach Vitamin A gefragt? Hat jemand, der Ihnen in den Magen, in die Speiseröhre geguckt hat, in den Dünndarm, mal nach Vitamin A gefragt, wenn Sie eine atrophische Gastritis, also Magenentzündung, wo was verkümmert zum Beispiel oder wo immer was verletzlich ist, gefragt? Hat jemand mit einer chronischen Darmentzündung, sei es Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Zöliakie oder eben durch andere Formen von Entzündlichkeiten erzeugte Darmprobleme jemand nach Vitamin A geschaut? Hat Ihr Gynäkologe vielleicht schon mal, wenn sich mit der Vaginalschleimhaut etwas verändert, wenn der Gebärmutterhals ständig Veränderungen hat, abseits von humanen Papillomviren, denn auch mal unter anderem nach Vitamin A gefragt? Hat der Urologe, wenn es darum geht, dass ein Prostatakrebs entsteht, mal Vitamin A mitgetestet? Oder wenn das Blut eine hypochrome Anämie hat, also wenn das Eisen auch nicht richtig eingebaut wird, in die roten Blutkörperchen nach Vitamin A geschaut? Hat der Orthopäde, wenn es Wachstumsstörungen gibt, wenn O-Beine oder die Beine nicht lang genug werden wollen, wenn sozusagen der Rumpf länger wird als die Beine, da eine Dysbalance auftritt, mal darüber nachgedacht, es könnte ein Vitamin-A-Mangel im Spiel sein? Hat man zum Beispiel, wenn das zentrale Nervensystem bei Kleinkindern einen Hydrocephalus, also einen zu großen Kopf, einen Wasserkopf, sagt man auf Deutsch, oder wo die Wachstumsstörung der Zähne zum Beispiel aufgetreten sind, also auch Thema Zahnarzt, mal in Richtung Vitamin A geschaut? Wurden Sie, wenn eine ungewollte Kinderlosigkeit besteht, insbesondere die Männer, wenn die Samenqualität untersucht wird, auch mal auf Vitamin A getestet? Wo kommt Vitamin A drin vor? Schauen wir doch mal auf eine Lebensmittelliste, um herauszufinden, was Sie denn so jeden Tag essen müssten, damit es funktioniert. Den höchsten Gehalt, um also sozusagen mindestens 800 Mikrogramm pro Tag, oder männliche Jugendliche sollen sogar 1100 Mikrogramm am Tag zu sich nehmen. 1 Milligramm sind also ungefähr 3333 internationale Einheiten Vitamin A. Ich empfehle meinen Patienten meistens 3 Milligramm, also 10.000 Einheiten am Tag. Und mitunter müssen sie das sogar dreimal täglich nehmen, weil die Messwerte im Labor
eben ergeben, dass die Werte einfach nicht entsprechend ansteigen, also entsprechend hoher Bedarf da ist. Aber nehmen wir mal an, Sie haben keinen Polymorphismus, der das notwendig macht. Da geht es also um die Frage, was muss man nun essen und welche Mengen, um diese Minimalversorgung von 1000 Mikrogramm am Tag auch hinzubekommen. So, wenn Sie also mit Müsli 1 Milligramm, also 1000 Mikrogramm, zu sich nehmen wollten und 27 Mikrogramm sind also in 100 Gramm Müsli drin, dann müssten Sie ungefähr 3,7 Kilo Müsli am Tag essen. Das ist kalorisch nicht umsetzbar. Wenn Sie Nudeln aus, also mit Ei drin nehmen, da sind 63 Mikrogramm drin und Sie würden 1000 durch 63 teilen, dann sind es ungefähr 1,5 oder 1,6 Kilo Nudeln, auch nicht vorstellbar. Mit Erbsen sind 13, Linsen 17, Kichererbsen 30, Sojabohnen 63, Bohnenweiß 67, also alles Dinge, die nicht möglich sind. In Thunfisch wären 450 drin, da bräuchten Sie ja theoretisch nur etwas über 200 Gramm essen, aber Thunfisch ist der Fisch mit dem höchsten Anteil toxischer Metalle. Und bei Aal müssten Sie nur 100 Gramm essen, aber der Aal stirbt gerade aus, weil er in der Phase, wo seine Geschlechtsorgane entwickelt werden, er das Fressen einstellt und auf die eingelagerten toxischen Metalle zurückgreift und deswegen seine Geschlechtsorgane und seine Eier nicht mehr so ausgeprägt werden, dass er sich vermehren kann. Dann bleibt noch die Option, dass Sie das mit Ölen machen. In Sojaöl in 100 Gramm sind also immerhin schon 583, bei Margarine 638, Butter 653. Dann brauchen Sie nur 200 Gramm von jedem, um das hinzukriegen. Das sind bei 100 Gramm eben 900 Kilokalorien. Da dürfen Sie auch nichts anderes mehr am Tag essen. Und wenn Sie das mit Palmöl machen, was ja nun wegen dieser Rodungen in den großen Mengen ja nicht so einfach so von der Hand geht, dann bräuchten Sie tatsächlich, also in 100 Gramm sind schon 4300 drin, dann bräuchten Sie tatsächlich nur 25 Gramm von dem. Und bei Lebertran sind 25.500 drin, da müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht zu viel davon nehmen, denn dann kann man auch zu viel Vitamin A haben. Schlachtsahne hat 339, also 300 Gramm Schlachtsahne wäre auch eine tolle Geschichte oder 300 Gramm Camembert wären auch eine Lösung. An Gemüse, Chicorée, da bräuchten Sie nur 200 Gramm von, Feldsalat bräuchten Sie auch nur 150 Gramm, Spinat reichen auch so gut 130 Gramm, Grünkohl brauchen Sie nur ungefähr 120 Gramm und beim Möhren bräuchten Sie hiernach tatsächlich nur 380 Gramm, abweichend von meinen ersten Ausführungen, wo Sie ungefähr einen Pfund essen sollten, nur meistens reicht es nicht. Würden Sie Schweineleber essen, haben Sie 36.000 pro 100 Gramm, das heißt, Sie bräuchten also eigentlich nur 10 oder 15 Gramm Schweineleber essen. Und bei Leberwurst grob, da sind in 100 Gramm auch 8300 drin. Das heißt, Sie bräuchten auch da ungefähr nur 15 Gramm, um auf Vitamin A zu kommen. Und in Leberpastete, da müssen es allerdings tatsächlich schon wieder 100 Gramm werden. Es ist also nicht so ganz einfach, das zu machen. Wenn Sie jetzt ein bisschen mitgedacht haben, dann müsste Ihnen völlig klar sein, dass bei dem Essverhalten, das hier in Deutschland gepflegt wird, eigentlich nahezu jeder eine Risikoperson für einen Vitamin A-Mangel ist. Und daher ist es ganz spannend, mal zu messen, wie ist Ihr Spiegel eigentlich, und dann gegebenenfalls so ein Vitamin A als ein Öl, so wie es ja auch Vitamin D-Tropfen gibt, gibt es ja auch Vitamin A-Tropfen, wirklich und wie essentielle Fettsäuren kann man ja auch mit in die ganz normale Nahrungszubereitung einpflegen und dann wirklich anhand dieses Wissens das sozusagen mit in die Salatsoße zu geben, mit eintropfen auf das Essen, was Sie auf dem Teller haben, sodass Sie nicht das Gefühl haben, irgendwo zu ergänzen, sondern einfach so, wie man Salz zu irgendwas gibt, eben auch einfach mal einen Tropfen Vitamin A zu dem Essen geben kann und damit auf ganz natürliche Art und Weise diesen Mangel, den Sie leider nur sehr, 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 sehr schwer ausgleichen können auf andere Art und Weise, nicht mehr zu haben und damit Ihr Immunsystem auf dem Bereich der Schleimhäute und die Entwicklungsfähigkeit Ihrer verschiedensten Zellsysteme endlich mal dahingehend zu beeinflussen, dass Sie therapierbare Therapieerfolgshindernisse einfach mal überwinden. Machen Sie es einfach.